Okay. Yes. Tun wir. Wofür ein Schraubendreher nicht überall gut ist, ne? There she blows. Ja. Wonder why he keeps that car here. Probably to get down to Arcata and pick up some girls. Na, wer weiß das schon. Okay. Shit. Puh. Fuck. We're so busted. Any more noise. Okay. Don't think I can use that. Entschuldigung. Man, that guy's really not joking. Yeah, no. Okay. Okay, sonst noch irgendwie. Gut, sonst haben wir nix. Okay. Alle vier Reifen, das ist schon heftig, ne? Also, da kommt er ja gar nicht mehr weg. Ich würde sagen, Auto ist lahmgelegt. By the way, Sean, that was nice being with you. Thank you. Shit. Broken. Wow. Here goes. Shit! He's fucking coming! Let's go! Ah, fuck, 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 fuck! What the hell? He'll be on us in any second now. Na, mach! Fuck, Sean, you did it! Let's get out of here. Drive! Fuck this shit, we did it. But it was so close. Let's do this. Uh-oh. Das gibt mal eine Menge Ärger. Aber unser kleiner Bruder, der kriegt noch mehr Ärger. Ich würde ihn irgendwo anketten und dann auch dort lassen. Das geht nicht gut. Das sage ich euch jetzt schon, Leute. Nee, mir gefällt das auch nicht. Wrong after the night we've had. This is basic karma. Shit. Right. I want this to continue, Cass. We should go. They might not even be in SAC yet. Oh God, Leute. Finn is out of control. Has he done this before? Fuck us over? Not like this. Why now? Because Finn thinks Daniel is his golden ticket. He just gets greedy and stupid. We gotta catch him. Sean, we'll be fine together. Promise. How? What's Meryl gonna do if he catches them? Finn's a smart bullshitter. He'll find a way out of this. I know. Ah, shit! You scared the shit out of me. Good! Didn't we settle this, man? Shh! You're gonna wait, Meryl! Finn, no fucking way.
gun, Sean. Are you kidding me? How could you do that, Finn? And you're a fucking kid. He's 9 years old. He asked me for it. I didn't force him, man. Are you an idiot? He's too young to make that kind of decision. Fuck's sake, Finn. He's an old soul. He knows what's up. Hold on, please. You're standing near a boatload of cash. We can do this in 5 minutes, in and out. And then you're off to Mexico. You won't hear about me ever again. We got this, man. Trust me. No means no, Finn. Meryl is right fucking there. He's a log. Won't even know. You asshole. I want to help, Sean. We could get out of here. Go to Mexico. Puh. Nee, das ist scheiße. Nee, sowas. Nein, 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 nein. I said no fucking way, Sean. Please. We're done, Finn. Come on, Daniel. Why should I? We couldn't even find you before. You were with her, right? Who gives a shit? Let's go. Now. No! I'm sick of all this. For weeks, you just hang out with her. It's all your fault. I could do what I want. Crazy. Geil. Super. Wir haben einen Teufel als Bruder. Das war so klar. Don't move. Don't shoot. How many are you? Just us. It's just us. All right. Move your asses over there. Now. Meryl. boss. I know this looks bad, but... Stop. I don't want to hear any more of your shit. So, what was your big fucking plan exactly? Work here for a time and then break into my safe? Pathetic. Who was the moron mastermind? Tja, Daniel, jetzt müsstest du eigentlich dazu stehen. A place to crash for free. God damn it, Finn, I told you. Shut up. This is how you repay me? Stealing from me? No, it's not about you. I thought you were different, smart, but you're a real dumbass for getting a kid involved. And you're teaching him how to steal? Thief and brother of the year. Nice. What now? You all really fucked up. I can't just let this slide. I can't. You're young, but you can learn from mistakes. That doesn't mean your lesson's gonna be easy. Or painless. Okay. On your knees. Hands on your head. Shit, don't do this. Don't. Come on, sir. We could talk. I'm serious. On your knees. Now. Es bringt nichts zu diskutieren. Er hat die Waffe in der Hand. Don't worry. We're on our knees, okay? Meryl? No. Finn, just do it. Don't break my balls now, kid. Daniel. Got this. Don't move. Just get on your damn knees. Yeah, now. He can't do this. Don't fucking move. It's not like I want to do this. The people I deal with are worse. But if you rip me off, you rip them off. Then I pay. I have a family to look after too. I gotta protect them first. Can't let you play me anymore, either. Sean. Daniel, do it! Get out! Run! Out, son of a bitch! Sean! Wait!
Ich weiß nicht, ihn. Stop. Nein. Oh nein, 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 nein. Daniel. Okay. 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 Daniel, alles gut. Daniel. Nicht übertreiben, Kollege. Autsch. Ja, da steht auf jeden Fall nicht mehr sehr viel von der Hütte, würde ich sagen. Aber unser kleiner Bruder ist verletzt. Ich wusste nicht, dass der Typ noch eine Waffe hat. Scheiße. Mein Gott. Ja, ihr Lieben, das war Episode 3 von Life is Strange 2. Ja. Die Credits habe ich wahrscheinlich jetzt schnell durchlaufen lassen, beziehungsweise, wenn ihr sie ja nicht, jetzt nicht gesehen habt, rausgeschnitten. Und das sind jetzt so die Ergebnisse von unseren Entscheidungen. Daniel Curran erwähnt hat und so weiter. Gefragt, warum er seine Uhr nicht trägt. Hier haben wir nicht eingegriffen. Hätten wir vielleicht machen können. Aber wie gesagt, Big Joe hat halt auch eben ein Gewehr dabei. Deine Ausbeute war durchschnittlich. Haben auch alle gemacht. Hier war es ziemlich ausgeglichen. Ja, haben auch alle gemacht. Yep. Dann... Da haben wir auch so ziemlich, ja, bei den meisten. Ja, auch das meiste überall gewesen. Cassidy wurde verletzt.
Du hast Daniel seine Kraft einsetzt. Das haben 86% gemacht. Du hast die Waffe aus dem Safe nicht genommen. 98%. Wieso aus dem Safe? Ah, wir hätten noch an den Safe kommen können. Ernsthaft? Ah, scheiße. Oh, verdammt, das hätten wir noch anders haben können. Okay. Ja gut, dann ist das halt, ja gut, dann haben wir, ja, wir hätten dann den Safe doch noch, gut. Ah, verdammt, hätten wir die, ja. Okay, dann hätten wir eine Waffe gehabt, dann wäre das nicht passiert. Okay, also haben wir eine der schlechteren Entscheidungen getroffen, würde ich sagen. Vor allen Dingen, weil wir da halt auch sehr laut, ja, rein sind, sage ich jetzt mal. Verdammt. Ja gut. Geht halt manchmal nicht anders, ne? Entscheidung treffen ist nicht so einfach. Wenn man sich schnell entscheiden muss, dann auch das ist dann nicht so einfach. Aber nun gut. Ich würde sagen, ihr Lieben, das war's gewesen von der dritten Episode. Wir steigen dann in der nächsten Aufnahme in die vierte rein. 5 sind es. Die werde ich dann definitiv auch noch durchspielen, bis dann der nächste Teil von Life is Strange kommt. Und dann bin ich gespannt, wo es uns dahin entführt. Ich habe mich noch nicht spoilern lassen. Ich habe noch keine Ahnung. Ich werde es mir auch vorher überhaupt nicht angucken oder irgendwas. Ich möchte das alles gerne selbst erleben und die richtigen Entscheidungen treffen. Eventuell. Ich musste gerade etwas... ja. Da kam gerade etwas... ja. Ich musste gerade etwas aufstoßen. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht gehört. Ja, ist ja halt auch nur menschlich. Wie gesagt, ich würde sagen, wir sehen uns ja, in der nächsten Episode. Und bis dahin sage ich mal, ciao, ciao, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss.